Ja, die einen hassen sie, die anderen lieben sie. Es gibt kaum etwas dazwischen. Die Rede ist von Horror Games. Oh, what the hell is this? Aber bis uns der kontrollierte Grusel auf der heimischen Couch überhaupt einen Schauder abbringen konnte, war es ein langer Weg. Wir möchten heute gemeinsam mit euch auf die Meilensteine des Genres zurückblicken und ein wenig in Erinnerung schwelgen mit unserer Top 8 der einflussreichsten Horrorspiele. Platz 8. Mystery House. Darüber, welches Game wirklich als erster Vertreter des Genres gelten kann, lässt sich durchaus streiten. Schließlich hat sich unser Verständnis von Horror in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Während im Jahr 1983 das Atari-Spiel The Texas Chainsaw Massacre eine Debatte über Gewalt in Videospielen auslöste, könnte es mittlerweile glatt als Komödie durchgehen. Doch sogar noch 3 Jahre zuvor erschien ein Spiel, das auch bereits versucht hat, düstere Stimmung aufkommen zu lassen. Mystery House von 1980. Klar, heute würde uns eher die Grafik als die Story gruseln, aber genau aus diesem Grund war das Spiel damals eine kleine Revolution. Es war das erste bebilderte Adventure. Zuvor kannte man nur ellenlanges Lesen bei Text-Adventures à la Zork. Der Vorstellungskraft. Ich rate dir öfter, unter Leute zu gehen. Von diesen ließ sich Entwicklerin Roberta Williams inspirieren. Ambitioniert erstellte sie über 70 Strichzeichnungen, welche die Grafikleistungen des Apple II-Computers quasi schon völlig ausschöpften. Dazu schrieb sie eine mehr oder weniger packende Handlung. Ihr seid mit 7 anderen Personen in einem Haus, die nach und nach umgebracht werden. Eure Mission ist es, den Täter zu entlarven, ohne dabei selbst draufzugehen. Der reinste Nervenkitzel, denn ganz ehrlich, so möchte nun wirklich niemand enden. Nachdem Robertas Mann das Spiel von zu Hause aus programmierte, boten sie es über eine Anzeige in einem Spielemagazin an. So konnten sie mehr als 10.000 Kopien verkaufen, damals eine enorm hohe Zahl, und legten mit Mystery House nicht nur den Grundstein für ihr eigenes Spielunternehmen, sondern auch für andere Horror-Adventures. Platz 7. Alone in the Dark. Egal wie gut die Story auch sein mochte, richtige Schreckmomente kamen in der Welt der Videospiele erst auf, als die Gruselelemente beweglich wurden und anfingen, die Verfolgung aufzunehmen. Beim Stichwort Survival Horror kommt den meisten wahrscheinlich direkt der erste Resident Evil Teil von 1996 in den Sinn. Völlig korrekt, denn der gilt als Vater des Survival Horrors und steht sogar in Verdacht, dem Genre frühzeitig seinen Namen gegeben zu haben. Aber da gab es noch den Urgroßvater des Survival-Horrors, an dem sich das Team von Capcom sehr stark orientiert hat. Ohne Alone in the Dark aus dem Jahr 1992 hätte es Resident Evil und weitere Survival-Nachfolger in der Form nie gegeben. In Alone in the Dark schlüpft ihr entweder in die Rolle von Emily Hartwood oder Edward Carnby und versucht, den Tod eines berühmten Künstlers in seinem ehemaligen Herrenhaus aufzuklären. Auf eurer Erkundungstour durch das Anwesen begegnet ihr allerhand Monstern und müsst feststellen, dass sich die Tür hinter euch auf mysteriöse Weise verschlossen hat. Soweit, so typisch. Die eigentliche Revolution des Spiels war die Grafik. Alone in the Dark war das erste Horrorspiel, in dem die Figuren komplett dreidimensional daherkamen. In Kombination mit den vorgerenderten 2D-Hintergründen und einer festen Kameraperspektive ergibt sich so der Eindruck einer räumlichen Sicht. Dieses neue Prinzip wurde in Resident Evil übernommen, verbessert und machte den wohl berühmtesten Jumpscare der Horrorspielgeschichte so überhaupt erst möglich. Platz 6. Phantasmagoria. Moderne Vertreter des Survival-Horrors sind Spiele wie Until Dawn und die The Dark Pictures Anthology aus dem Hause Supermassive Games. Sie zeichnet ein Hollywood-artiger Look mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern aus, der durch aufwendiges Motion Capturing und 3D-Animation gelingt. Davon konnten die Entwicklerstudios in den 90er Jahren nur träumen. Trotzdem ist das Konzept der filmnahen Horrorspiele keineswegs neu. Die Pioniere dieser Art sind Spiele wie The Seventh Guest und Phantasmagoria. Während ihr bei ersterem in der First-Person-Perspektive umherlauft und die Schauspieler hauptsächlich in Cutscenes integriert sind, wurde für den 1995 erschienenen Titel Phantasmagoria technisch weitergedacht. Zusätzlich zu den Spielszenen wurden hier die unterschiedlichsten Bewegungen der Schauspieler vor dem Bluescreen aufgenommen, so dass ihr die Protagonistin in der Third-Person-Perspektive steuern könnt. So richtig gut fügen sich die Figuren jedoch nicht in die Renderkulissen ein und in Kombination mit dem teilweise unterirdischen Schauspiel kann Phantasmagoria aus heutiger Sicht höchstens noch als Geheimtipp für Trash-Liebhaber herhalten. Und all diese Effekte und dieser Billo-Kram, ja, mit Greenscreens, das ist genau das, was wir brauchen. Damals überzeugte das Spiel aber so sehr, dass es sich mehr als 1 Million Mal verkaufte. Platz 5. Eternal Darkness – Sanity's Requiem. Mit Eternal Darkness, Sanity's Requiem, veröffentlichte Nintendo für den GameCube im Jahr 2002 ein Horror-Adventure, dessen Konzept mehr als gewagt klingt.
Es war das erste Videospiel, bei dem die geistige Gesundheit der spielbaren Charaktere ein zentraler Spielbestandteil war. Eine herausragende Idee, die sich Nintendo sogar unter dem Namen Sanity System patentieren ließ. Sonderbar ist allerdings, wie sich die abfallende Energieleiste und die somit anbahnenden Halluzinationen der Charaktere äußern. Neben bluttropfenden Deckenwänden oder kopfstehenden Räumen durchbrechen die Effekte auch mal die vierte Wand. Zum Beispiel wird der Ton plötzlich leiser oder ihr bekommt auf dem GameCube die Meldung, dass die Controller nicht richtig eingesteckt sind. Trotz hervorragender Kritiken wurde Eternal Darkness kein finanzieller Erfolg. Dafür nimmt es einen festen Platz in der Geschichte der Horrorgames ein und beeinflusste zum Beispiel Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth von 2005. Bethesda trieb den Wahnsinn des Protagonisten hier sogar noch ein bisschen weiter und lässt ihn Suizid begehen, wenn ihr es nicht schafft, ihn aus der angsteinflößenden Situation zu befreien. Platz 4. Penumbra. Was kann schlimmer sein als Survival-Horror? Klar, Survival-Horror ganz ohne Verteidigungsmöglichkeiten. Begegnet man dem Monster, hilft nur noch eins: wegrennen oder verstecken. Den Trend auf Waffen zu verzichten, läutete im Jahr 2001 Project Zero ein. Hier habt ihr aber noch eine spezielle Kamera zur Verteidigung. Die ersten Vertreter der komplett wehrlosen Form des Survival-Horrors sind Penumbra Overture und Amnesia The Dark Descent, beide vom schwedischen Entwicklerstudio Frictional Games. Mit unheimlicher Geräuschkulisse und First-Person-Perspektive erzeugen sie eine stets angespannte Atmosphäre. Und das besonders, wenn gar kein Gegner in Sicht ist. Das Spielprinzip wurde zur Blaupause für viele andere Games, wie dem viralen Kreistrend Slender the Eight Pages aus dem Jahr 2012. Um die geforderten 8 Tagebucheinträge im dunklen Wald zu finden, müsst ihr hier auch ohne Angriffsmöglichkeit einem langarmigen Anzugträger entkommen. Oder Segas Version des Weglaufhorrors Alien Isolation. Die Besonderheit hier: Das Alien folgt keinem vorgegebenen Skript, sondern einer KI, was dazu führt, dass es in jedem Spielversuch andere Wege läuft. Platz 3. Resident Evil 4. Ein Spiel, das nicht nur für die Geschichte des Survival-Horrors Meilensteine setzte, sondern auch die Third-Person-Shooter neu definierte. Nach 3 Vorgängerteilen mit fester Kameraperspektive und vorgerenderten Hintergründen entschied man sich bei Capcom für Resident Evil 4 aus dem Jahr 2005 für einen neuen Ansatz. Ihr erlebt die Rettungsmission von Leon Kennedy aus der Perspektive hinter ihm und kommt ihm zum Schießen mit der Over-Shoulder-Ansicht oder First-Person-Perspektive so nah wie noch nie. Das Ergebnis? Das neue Gameplay-Erlebnis wurde zum Standard für unzählige weitere Spiele, zum Beispiel Dead Space. Damit ging Produzent Glenn Schofield auch immer transparent um. Auch wenn Resident Evil 4 gameplay-technisch neue Maßstäbe setzte, entfernte sich die Serie damit doch deutlich vom ursprünglichen Horrorgenre hin zum Action-Adventure, was viele Fans der Reihe kritisierten. Platz 2. Silent Hill und P.T. Ist das hier eigentlich real? Müssen wir uns immer wieder in Spielen der Silent Hill-Reihe fragen. Wir wandern auf nebligen Straßen umher, begegnen menschenähnlichen, aber entstellten Kreaturen und müssen feststellen, dass wir uns immer mehr in die dunklen Abgründe der inneren Psyche unserer Protagonisten begeben. Und die haben es aufgrund tragischer Hintergrundgeschichten oft in sich. Mit dem ersten Teil aus dem Jahr 1999 wurde der Psycho-Horror in Videospielen auf eine neue Ebene gesetzt. Der zweite, in dem wir uns aufgrund der gelungenen Atmosphäre fühlen, als wären wir kopfüber in einen Albtraum gestürzt, perfektioniert dieses Konzept. Aber nichts davon ist so mystisch wie die Geschichte um die nie veröffentlichte Fortsetzung Silent Hills. Die sollte ein Gemeinschaftsprojekt von Hideo Kojima und Guillermo del Toro werden, aber anstatt das offen zu kommunizieren, wurde auf der Gamescom im Jahr 2014 eine Demo für ein Horrorspiel namens P.T. angekündigt. Wer sich diese 2014 kostenlos im PlayStation Store herunterlud, wurde am Ende der Demo damit überrascht, dass es weder ein komplexeres PT-Spiel noch das dazu frei erfundene Studio gibt. Denn PT, also der Playable Trailer, war lediglich dazu da, um Silent Hills spannender anzukündigen. Mit durchschlagendem Erfolg. PT wurde nach einem Monat über 1 Million Mal heruntergeladen und gewann sogar Auszeichnungen als Spiel des Jahres. Und das nicht ohne Grund. Hideo Kojima hatte mit dem Trailer ein besonderes Gruselerlebnis ohne die Darstellung von Gewalt geschaffen. Vielmehr entstand der Horror durch die Kombination aus First-Person-Perspektive, fotorealistischer Grafik, kryptischen Rätseln und einem abgedrehten Loop-Grund-Setting. Aber warum spreche ich die ganze Zeit in Vergangenheitsform? Tja, den Trailer kann man heute im Original nicht mehr herunterladen, denn nachdem das Projekt Silent Hills für aufgegeben erklärt wurde, löschte Kojima auch den Trailer aus dem PlayStation Store. Trotzdem, oder gerade deswegen, hat P.T. heute Kultstatus erlangt, gilt für viele als gruseligstes Game aller Zeiten und wurde vielfach kopiert. Platz 1. Resident Evil 7.
Unser erster Platz gebührt eigentlich nicht einem Spiel allein, sondern vor allem einer bahnbrechenden technischen Neuerung, der VR-Technologie. Und das werden wir euch nun in einem komplexen Experiment beweisen. Schon das Spiel Dactyl Nightmare der Firma Virtuality aus dem Jahr 1991, das noch im sperrigen Arcade-Stil daherkam, ließ die Revolution für das Horrorgenre erahnen. Zugegeben, anders als der Name es vermuten lässt, war Dactyl Nightmare mehr ein kooperativer Shooter als ein Horrorgame. Jedoch enthielt es bereits erste schaurige Elemente wie Dinosaurier-Attacken aus der Luft, explodierende Körper oder ein Fall von der virtuellen Plattform ins endlose Nichts. Selbstverständlich kombiniert mit einem markerschütternden Ingame-Schrei. Mit dem Einzug der VR-Systeme in die heimischen Wohnzimmer wagten sich anfangs vor allem Indie-Studios in die Welt des interaktiven 360-Grad-Horrors vor. Spiele wie A Chair in a Room Greenwater und The Brookhaven Experiment aus dem Jahr 2016 bewiesen, dass mit Virtual Reality die Immersion auf ein ganz neues Level gebracht werden kann. Dass Horror-VR nicht nur ein kurzer Trend ist, zeigte schließlich der siebte Resident Evil-Teil, dessen dichte Atmosphäre selbst bei erfahrenen Fans des Genres den Angstschweiß unter der VR-Brille ausbrechen lässt. Sehr beklemmt. Okay. Capcom probierte mit der Ego-Perspektive zwar etwas Neues aus, ging mit Resident Evil 7 Biohazard aber abgesehen davon wieder zu den Wurzeln der Reihe zurück und verstärkte die Horrorelemente deutlich. Besonders die beengten Momente in den verwinkelten Ecken der Gruselvilla zeigen, was mit Virtual Reality in Horrorgames möglich ist. Das war unser Ranking der Horrorspiel-Meilensteine. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, welches Spiel für euch persönlich den größten Einfluss hatte. Damit bis zum nächsten Mal, euer Cliff.